Hey Leute, Max hier vom Parcours Regensburg. Es ist soweit, wir haben in Regensburg eine eigene Parcourshalle. Dank der zahlreichen Unterstützung von euch Mitgliedern, von den ganzen Supportern, von den Firmen, von der Politik, die haben uns jetzt alles super unterstützt. Da hatten wir am 23.11. auch das Pre-Opening, wo wir die Halle eingeweiht haben. Jetzt gilt es daran, dass wir unseren Betrieb starten. Am 29.11. werden wir einen Probebetrieb starten, nur für die Mitglieder. Mitte Januar ist geplant, dass wir dann das fette Opening Weekend machen, wo wirklich jeder in die Halle reinkommen kann. Genaues Datum wird nochmal festgelegt, bekommt ihr von uns auch nochmal Bescheid. Über die sozialen Medien, über die Homepage geben wir euch nochmal Bescheid. Wäre richtig cool, wenn da viele kommen, gemeinsam mit uns feiern. Ihr seht, es ist eine ultra geile Anlage. Wir haben ein fettes Bauchkonzept ausgearbeitet. Wir haben super viele Stangen am Start. Wir haben sau viel Holz verarbeitet, insgesamt 10 Tonnen Baumaterial. Unterschiedliche Ebenen. Wir haben hier auch ein paar höhere Sachen noch mit eingebaut. Das allerbeste, unser Herzstück, ist die Schnitzelgrube. Richtig gutes Teil, richtig professionell, schickes Teil von Benfer. Da lässt sich richtig gut springen drin. Und wir haben noch einen Fallschutzboden in der Actionfläche und da hinten kommt noch eine Airtrick rein, damit auch das Triggerherz aufgeht. Da seht ihr, es ist wirklich viel geboten, sehr vielseitig. Wir haben schon einige fette Sessions drin gehabt. Gerade beim Pre-Opening war richtig gut. Jetzt muss das Ding nur noch eröffnet werden. Wie gesagt, Ende November Probebetrieb für Mitglieder. Mitte Januar haben wir vor, dass wir komplett eröffnen. Dann seid ihr gefragt. Dann bekommt ihr auch noch mal eine Einladung. Wir zählen auf euch. Wir sehen uns. Also macht es gut. Bis dann.